Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich bin Lisa und ich möchte dir heute erklären, was das Red Tent eigentlich ist, das ich anbiete und von dem du dich vielleicht auch schon mal gefragt hast, was es eigentlich ist. Also ganz basal gesagt, es ist ein Kreis, in dem sich Menstruierende treffen während der Dunkelmondin, also während die Mondin gar nicht zu sehen ist am Himmel. Und die Tradition des Red Tent reicht schon sehr, sehr lange zurück, als wir noch in Dörfern oder Stämmen zusammengelebt haben und jedes Dorf halt sein eigenes rotes Zelt hatte, in dem sich die Menstruierenden versammelt haben oder in das sie sich begeben haben in der Zeit, wo sie bluteten. Deswegen eben rotes Zelt, Red Tent. Und ja, es geht einfach darum, dass wir Frauen oder wir Menstruierenden lernen, dass es also wieder daran erinnern, dass es eine Zeit ist, in der der Körper richtig arbeitet. Also die ganze Gebärmutter ist dabei, gerade die Schleimhaut wieder aus dem Körper zu kriegen, die sie aufgebaut hat und arbeitet richtig. Und ganz oft nehmen wir uns aber gar nicht die Zeit, das zu honorieren, sondern versuchen einfach genauso produktiv zu sein, wie wir in anderen Phasen unseres Zyklus sind. Und um unserem Körper wieder so dieses Signal zu geben, hey, du darfst dich auch ausruhen, du bist da gerade Schwerstarbeit am Leisten und ich nehme mir jetzt mal ein bisschen Zeit für mich, damit du diese Arbeit auch tun kannst. Und ja, im Red Tent geht es eben darum, oder ging es darum, dass Frauen zusammengekommen sind, sich vielleicht gegenseitig eine Massage gegönnt haben, sich Geschichten erzählt haben, auch darüber geredet haben, was im vergangenen Monat bei ihnen los war und auch ein bisschen eine Reflexion gemacht haben. Was habe ich im letzten Monat über mich gelernt? Was für Stärken hatte ich? Oder auch was für Schatten sind hochgekommen? Was hat sich gezeigt, was ich mir normalerweise nicht so gerne anschaue? Und was kann ich loslassen, sodass wir halt, wenn wir rauskommen aus dieser zurückgezogenen Phase der Menstruation, oder eben der dunklen Mondin für alle die aus welchen Gründen auch immer nicht bluten, dass wir dann etwas losgelassen haben und ein neuer Zyklus richtig beginnen kann. Und so treffen wir uns online in meinem Fall, möchte ich das anbieten oder biete ich es an, um diese Fragen jede für sich zu beantworten. Es geht darum, gesehen zu werden in deiner Wahrheit. Es wird nicht kommentiert, das, was du sagst. Wir vertrauen alle darauf, dass du als Teilnehmerin deine eigene Wahrheit kennst und deine eigene Wahrheit spürst. Deswegen hören wir dir einfach aufmerksam zu und lassen dich genauso sein, wie du bist. Und das ist, finde ich, etwas, was in unserer heutigen Gesellschaft auch nicht mehr so oft praktiziert wird oder was wir nicht so gewohnt sind. Es geht nicht darum, dich zu ändern. Es geht nicht darum, zu sagen, ich habe eine Idee, so und so könntest du vielleicht diese Situation meistern. Nein, es geht einfach darum, dass wir alle vertrauen, dass du deine eigene Weisheit kennst, deine eigene Wahrheit kennst und für dich einen guten Weg dadurch finden wirst. Und ja, und so dieser Austausch im Kreis von Frauen, eine nach der anderen, eine Frage nach der anderen, die führt uns auch so fast schon meditativ immer tiefer in uns, in Verbundenheit mit uns selbst, in Verbundenheit mit den anderen im Kreis. Und wir merken auch, hey krass, ich dachte, mit diesem Thema bin ich total alleine und fühle mich damit total komisch, aber oh Mann, es geht anderen auch so. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist einfach so wertvoll zu wissen, hey, ich bin nicht alleine und es gibt noch andere, denen es genauso geht oder ähnlich geht. Und ich muss mich für nichts schämen, was ich bin, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich handle. Das ist halt super heilsam und kraftvoll. Und genau das tun wir eben im Red Tent. Wir versammeln uns zur Zeit der Dunkelmondin. Wir gucken uns an, was haben wir im letzten Monat gelernt, was lassen wir los und in der Regel auch, was möchte ich im neuen Monat verändern, was möchte ich als Intention setzen.
Meistens gebe ich dann auch noch ein bisschen astrologische Informationen dazu, weil jede Dunkelmondin steht in einem besonderen Sternzeichen und bringt entsprechende Themen nochmal mit. Und das ist auch ganz witzig dann zu sehen, wie, ja, nachdem alle geteilt haben oder mitgeteilt haben, was in ihnen vorgegangen ist, zu sehen, ach krass, ja, passte ja auch irgendwie zum Thema. Muss natürlich nicht so sein, aber ich finde es immer echt bemerkenswert, was wir da auch in den Sternen lesen können. Am Ende leite ich dann noch eine Meditation an, wo wir nochmal so unsere eigene tiefe Weisheit anzapfen können und auch heilende Energie in diese Welt schicken, die es gerade ziemlich gebrauchen kann. Ja, sodass wir uns danach wirklich tief mit uns, mit den anderen im Kreis verbunden fühlen und auch ein Stück weit mit etwas Höherem, wie auch immer das für dich gerade aussieht. Und ja, es ist eine ganz kraftvolle Erfahrung und ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, demnächst mal dabei zu sein und das auszuprobieren. Dann halt Ausschau, melde dich für meinen Newsletter an, da wirst du dann immer informiert, wenn das nächste Red Tent ansteht. Oder ansonsten poste ich das auch auf meinen sozialen Medien. Dann halt einfach Ausschau und schreib mir gerne, wenn du dabei sein möchtest. Dann hab noch einen schönen Tag. Liebe Grüße.